Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blackguards Teil 2. Ich habe gerade noch mal ein bisschen rumgetüftelt hier beim Druiden. Druide. Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Doch. Aber wenn wir hier beim Angebot sagen, den Palastgarten schenken, dann klappt's. Sobald ich herrsche, wird der Palastgarten euch gehören. Alle Bäume, alle Pflanzen. Die seltenen wie die verbotenen. Ihr könnt bis in die Untiefen der Erde bohren. Doch erst müsst ihr mir helfen. Der erste Kyrios hat mir den Zutritt zu seinem Garten immer verboten. Ihr seid interessanter, als ich dachte. Also schön. Ein Rat für euch. Wenn ihr diesen Feldzug wirklich ernst meint, müsst ihr euch mit Shinnas Insekten herumschlagen. Die Mutter des Schwarms züchtet sie in der großen Brutstätte Kokenli. Ich liefere bei Zeiten beseeltes Holz dorthin. Lasst mich leben und ich zeige euch eine geheime Passage in den Berg. Ihr habt mein Wort. Super, dann lassen wir ihn mal laufen. Lasst ihn gehen. Ich danke euch. Du bekommst nicht so lange... Ja, immer wieder Leute am Galgen. Müssen wir schauen, ob wir da ihn mal Schrubbzwingen anlegen lassen. Auf jeden Fall... Werden wir mal gucken, wo ist Kokeni? Dua Kokeli, da, geheimer Zugang entdeckt, sehr schön. Wir werden uns mal darüber arbeiten müssen. Kyrios Quellen, hier kriegen wir einen Assassinen dazu und haben den Schlüssel, das war sogar eine Quest. Initiative plus 2 ist auch nicht schlecht, ne? Komm, das machen wir. Obwohl das Volk seinen Kyrios kaum noch zu Gesicht bekam, präsentierte Marwan sich als Mann des Volkes. Und wie die alten Kaiser wollte er seinem Land heilsame Thermen schenken. Noch erhob sich von dem gewaltigen Komplex nur das Haupthaus. Cassia wollte dafür sorgen, dass es dabei blieb. Und ich habe neue Gürtel bekommen. Jägergürtel, das heißt... Naurim und Takate haben beide 3 Plätze jetzt drin. Dann habe ich die mit Heiltränken ausgestattet und Naurim hat sogar nochmal ein zusätzliches Buff-Item bekommen, wo er, was war es gewesen? Ich glaube, kritische Trefferrate höher. Irgendwie sowas. Kampfmagier und ja, ein Nahkämpfer. Können wir im Brand stecken, das ist nicht schlecht. Ich vielleicht doch einen Fernkämpfer nehmen sollen, damit ich da mal hinschießen kann. Okay, das sieht mir Fernkampf und Magie aus. Sie scheint irgendein Wesen zu haben. Ist aber recht gut bewacht hier, die Gegend. Das ist der Geheimgang. Oder der hat mich reingelegt. Nun denn. Stell dich einfach mal mittig. Du auch. Auch. Und die beiden die 3 Magier stellen sich. Alles zum Einsturz bringen, sagst du? Allmählich gefällst du mir, Mädchen. Ja, ich will eigentlich noch nicht so weit vor. Ich will jetzt hier gerne mal Sachen hinpfeffern. Das Problem ist, die Insektoiden kommen direkt näher und meine Magier kommen erst am... Wo ist... da ist er, okay. Die 3. Ja, die kommen ziemlich weit spät hinten. Lohnt sich also nicht so sehr. Würde ich sagen, lasse ich die mal näher kommen. Die fallen nach links. Abwarten. Was war das? Ah, Sandhexe. Das war eine Sandhexe. Das bringt so eigentlich nicht viel. Wir müssen näher ran. Aber ich hoffe, dass wenn nicht die ganzen Fässer explodieren, dass die hier Schaden nehmen. Aber so wie es aussieht... wir ballern können. Wir hätten mehr Initiative haben müssen dafür. Die Magier, damit sie früher drankommen. Ja, ouch.
Ja, einer meiner Magier ist dran. Und er macht... Ja, bringt nichts mehr hier, die Fässer jetzt. Da hinten die Fässer bringen was. Jagt die mal in die Luft. 13 Schaden, ja, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Ja, vielleicht nimmst du ja durch das Feuer weiter Schaden. Das scheint Gift zu sein. Oh, wir kommen nicht so weit. Wir haben nicht so eine weite Reichweite. Schade. Treffen wir ihn mit? Nein, nein. Ah, ärgerlich. Ja, da treffen wir beide. Das ist doch gut. Und einer futsch. Geh mal hier rüber. Ah nein, dann bist du hier. Nicht gut. Egal. Wird schon schief gehen. Ja, ich würde sagen, beidhändiger Kampf. Da macht irgendwie am meisten Schaden. Und du kannst ihm ja noch eine Wunde geben. Normaler Schlag reicht, ne? Jo. Fernkämpfer da oben nerven ganz schön. So, ich würde sagen, mal näher gehen. Ah, ich habe ja den Kopf hier gelernt mit Zauberer. Den hätte ich machen sollen, ich Idiot. Ja, habe ich nicht mehr dran gedacht. Sich um den, die Reste von dem. Auch nichts getan sonst. Ah, sie kann Blitz dich finden. Okay, das machen wir. Sehr gut. Und du gehst etwas näher. Triff sie immer noch nicht, ne? Bringen wir mal in Sicherheit und er macht den neuen Zauber, den er gelernt hat. Gliederschmerz, supi. Ja, du sollst ihn direkt am Anfang machen. Mit ihr Blitz und mit ihm den Gliederschmerz. So, du könntest ihn natürlich auch töten und dem Rest geben, ne? Ich glaube, da reicht der andere da. Auch nicht. Ach, der überlebt. Ui, da ist er zugekommen, okay. Tschüss.
Problem ist, die da oben erreiche ich nur mit Fernkampf. Das könnte etwas dauern, weil wir dann Astralpunkte brauchen. Schau mal, was die aushalten. Oh, das ist super. Ja, da hast du keinen Dreier von, ne? Aber vielleicht reicht das ja. Trost aber nicht, ne? Dann geh einfach mal näher. Abwarten. Pfeilhagel! Keine Pöckler mehr. Tust du nicht. Aber von hier. Geh ruhig mal aus näher. Victory! Der war easy, der Kampf. Ah ja, ich wollte mir auch die Lanze vom letzten Video angucken, habe ich auch vergessen. In einer feierlichen Zeremonie taufte Cassia die Baustelle auf den neuen Namen Corapia-Thermen. Von nun an waren die Weinschläuche der Söldner stets mit stärkendem Quellwasser gefüllt. Super. Was Neues. Deine ehrliche Meinung. Werden wir. Das ist aber schon. Smalltalk. Ende. Da schauen wir doch gerade mal. Waffen. Und zwar Takate. Er hat 7. Okay, das hier ist auch nicht schlecht. Kritische Treffer plus 10. 7501. Schlecht, ne? Ich glaube, den tauschen wir. Verteidigung ist halt schlechter, ne? Offensive auch. Aber das hier ist nicht übel mit dem Ausweichen. Ja, gegen Tiere ist er gut. Können wir wechseln, wenn wir Tiere bekämpfen. Jetzt sehen wir da rein. Schwertersäbel haben wir leider keinen, der das kann. Nö, so weit, so gut. Drachenspeichel. Nächster Zug. Und wie ihr seht, sind jetzt diese Jägergürtel hier. Und er hat Defensive plus 20 bekommen. Und zwei Heiltränke. Die beiden haben noch die normalen, die Zauberer. Und er hat kritische Treffer und Offensive plus 20. Mal schauen hier. Hiebwaffen brauchst du mal allmählich bessere. Ziemlich die Anfangswaffen. Vielleicht hast du ja hier was Nettes. Waffen. Und zwar was richtig Gutes als Hiebwaffe wäre schön.
hast 7, 0, 10, 4, 5, 5, 5. Schade, dass man hier nicht nochmal eine Sortierung hat, nur Hiebwaffen da sind. Die sind aber nicht so prille hier. Ja, ist nicht schlecht. Nö, ist nichts bei. Schade. Dann würde ich sagen, speichern wir hier nochmal. Und wo gehen wir als nächstes hin? Hier könnten wir hin, haben wir aber noch keinen Tipp, um da besser reinzukommen. Die Kommandantin ist geschwächt, steht hier. Mhm. Waren wir eigentlich schon in LH Leben drin? Lass uns das mal anschauen. Ich glaube, da kam direkt eine Zwischensequenz. Ah, und wir müssen verteidigen. Na gut. Die Silberspinne hatte Faramut den Auftrag gegeben, das eroberte Land zu verteidigen. Ja. Kennen wir schon. Der Manticore. Vorklicken. Wir nehmen einmal die Kampfmagierin, da wir in Verteidigung sind. Aber bei dem Gebiet, ich glaube, das ist das Jägergebiet, da haben wir nicht so viel Spielraum, ne? Schauen wir mal. Cool wäre, wenn wir jetzt auch die Käfige aufmachen können und es kommen Tiere raus. Das wäre cool. So, wir können hier zumachen, wie es aussieht. Das ist sehr cool. Da halten wir die mit auf. Ha, hervorragend. Ja, die Falle legen wir auf jeden Fall. Das ist ja richtig cool. Mensch, wir haben richtig viele Fallen. Ist das ein Explosivfass? Ein Giftfass? Wow, wenn wir es direkt am Anfang anschießen, wäre natürlich super. So, Kampfmarkerin direkt mal hier hin, würde ich sagen. Und... warte, wohin fällt das Teil? Sieht man gar nicht mehr, ne? Hm. Ja, bringt es was, die Käfige aufzumachen? Hey, hier, da, den Käfig können wir aufmachen. Da ist ein Tier drin. In den beiden leider nicht. Schade. Okay, dann brauche ich einen, der hier steht. Den... aber wir haben gar keinen Teil dafür. Das ist nur optisch. Schade. Nö, dann machen wir es nicht. Oder es geht, wir testen es mal. Da müssten ja hier Schnecken kommen. So, Fernkämpfer... schön in der Mitte, wo sie alle erwischen. Und... ah, die werden wohl hier durchkommen, glaube ich, oder? Let's test it. Kisten werfen wir noch nicht um. Du kannst schon mal hier was aufmachen. Schauen, was das bringt. Und ihr dürft einmal auf das Giftfass schießen. Siehst du nicht. Okay, sieht der Nächste das Giftfass. Er sieht es, sehr gut. Herrlich. Gift. Oha. Kommt einer recht schnell näher. Ah, schön, dann brennt das da auch noch.
triffst keinen davon. Gefällt mir nicht, dann geh doch mal hier hinten rüber. Oder warte, geh mal ein Stück weiter hier. Jetzt siehst du wieder alle, ne? Sehr gut. Ui, Nachschub, alle Dreck und Gift. Also das Fass da unten ist ja super. Aha, Schildträger, das gefällt mir nicht. Frage ist, ob das Gift verschwindet. Löst sich dadurch das Gift auf? Ne, nicht durch Feuer, kein Giftauflösung. Das ist ja bei Divinity Original Sin so. Das ist schon mal ganz gut. Aber dass das Tor aufhin ist, bringt auch gar nichts. Ne? Ja, wir können ja versuchen. Ah, ne, hier. Hallöchen. Also da sind wir schon viel zu stark hier mit so vielen Fernkämpfern, wenn die hier keine Magier oder sowas bei haben. Okay, der ist im Feuer gestorben. Du siehst ihn nicht. Na gut, dann warte mal ab. Oh, da kommt schon wieder Nachschub. Genau, lassen wir doch direkt mal die Sträucher hier brennen. Jeder, der neu kommt, muss erstmal durch die Flammen durch. Perfekt. Also diese Stelle können wir richtig gut verteidigen. Super. Können Sie ruhig öfter angreifen. Also gefällt es mir da nicht. Komm mal hier rüber. Ja, war ja easy. Als der Staub sich senkte, wehte über den... Und weiterklicken. Also, wir haben verteidigt. Was hatten wir davor vorgehabt? Ich glaube, wir wollten nach El Halem. Genau, hier waren wir noch nicht drin. Schauen wir uns das nächste Mal um. Bis demnächst, euer Chojin.